Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir... Was haben wir da nochmal gemacht, ey? Wir haben Leia getroffen, ja, das haben wir davor. Wir haben gegen Rowan gekämpft, ja. Wir haben gegen irgendeine böse Variante von Rowan gekämpft, in diesem komischen Matrix-Gebilde, was auch immer das ist. Wir wissen es noch nicht. Aber... Oh, prüfen was. Warte mal, da war was. Ja. Mondlich Bourbon, okay. Ich glaube, das brauchen wir sogar irgendwie. Und in dieser Folge tun wir mal ein bisschen Geld auftreiben, weil wir haben kein Geld. Wir haben 8775 und wir müssen 15.000 einzahlen und so viel haben wir nicht. Deswegen machen wir mal ein bisschen Quests und so. Rom, was hast du zu sagen? Ich muss geschehen, das verdammt. So. Ach ja, meine Katze ist zurückgekehrt. Boah, leck mich am. Du bist sofort wieder raus. Okay. Ja. Ja, ja, Gaius haben wir auch getroffen im letzten Part. Der Inkognito jetzt hier einfach so durch die Gegend läuft. Durch Olympio, sagt da müssen wir hin. Und ja, keine Ahnung. Was diese komischen Dinger da sind, diese Matrixen, weiß ich noch nicht, aber werden wir bestimmt irgendwann herausfinden. Jedenfalls sticht dann Ludger immer mit seiner mächtigen Lanze tief hinein und dann ist alles wieder gut. So, okay. Dann Erledigung melden, genau. Ja, das hier, das brauche ich immer noch, aber ich krieg das nicht. Helioborg Forschungsstation. Elise hat mir schon irgendwie so offscreen 2-3 Mal gesagt, ja, das müssen wir irgendwie per Katzen und so finden, aber da hatte ich bis jetzt noch keinen Erfolg, wie man gerade gesehen hat. Was habe ich gemacht? Ich habe offscreen noch ein bisschen trainiert, aber erneut habe ich wieder keine einzige Fähigkeit gelernt. Ich habe wieder nur alles so hoch gelevelt, dass nach jedem Kampf ich irgendwie immer so ein paar Sachen lerne. Okay, doch nicht bei jedem, aber so gut wie immer. Das hatte ich jetzt ausgesetzt hier, ne? Ja. Also ja. Ich tue mich immer so weit aufleveln, bis ich kurz davor bin, irgendwas zu lernen und dann tue ich das alles onscreen lernen. So mache ich das. Alles klar, dann, was haben wir hier? Eine uralte Katze müssen wir erledigen. Warum nicht? Warum? Oh. Ach ja, das ist immer noch die. Nein, deswegen sollten wir schon ein paar Quests erledigen. So, ich habe genug Holz. So. 3 besiegen. Tartarian-Kluft machen wir einfach. Das können wir abgeben. Gegerbtes Leder. 4 von denen. Warte mal, welche habe ich denn jetzt? Tartarian-Kluft. Boah, muss ich ja überall hin. Ruselhöhenstraße. Ach, das habe ich noch nicht. Ruselhöhenstraße. Ruselhöhenstraße. Und ich kann nichts mehr aufnehmen. Wir müssen zur Ruselhöhenstraße. Wie komme ich da nochmal hin? In der Alesthöhenstraße haben wir nichts angenommen, ne? Ruselhöhenstraße, Ruselhöhenstraße, Tartarian-Kluft. War ich da überhaupt schon mal? So, Goldklee und ja. Dann gehen wir mal zur Ruselhöhenstraße. Nein. Habe ich irgendwie so einen Schnellreisetypen hier? Hier nicht, ne? Ja. Oh, hi, Elise, na? Mit Frauen an deiner Seite bist du 100-mal stärker, als du allein bist. Was? Um mich mitgerechnet bist du auch 101-mal so stark. Plus Depokraft. Okay, was? Okay, wir müssen den Zug nehmen. Wo müssen wir hin? Wir müssen nach Triglyph, nehme ich an. Da bin ich auch schon offscreen schon mal hingefahren, weil da kannst du am besten trainieren. Da, wo die Ruselhöhenstraße ist. Und ja, da ist ein Ausrufezeichen. Aber darum kümmern wir uns, nehme ich mal an, im nächsten Part. Erstmal tun wir... You might get a special reward selected by me, specifically for you. Are you motivated or what? Okay, wie viel mehr muss ich dafür? Übrigens, ja, Leia. Ja, bei der ist irgendwie eine Nebenmission jetzt gerade freigeschaltet worden, aber machen wir noch nicht. Erst im nächsten Part. Wir wollen ja immer noch Geld. Wie viel müssen wir noch einzahlen? Oh, a payment, right? Oh, 19 Millionen, okay. Wenn es sonst nichts ist. Ich glaube, so viel Geld habe ich noch nie irgendwie insgesamt von allen Tales aufspielen, die ich bis jetzt gespielt habe.
irgendwann mal zusammen gehabt. So, Alestrienstraße, Torvalanhöhenstraße. Warte mal, das ist falsch. Ah. Die Roselhöhenstraße nochmal. Ja, ne, ich sollte vielleicht meine Charaktere erstmal. Wir nehmen mal Rowan mit, weil warum nicht? Ne, die nehmen wir natürlich mit. Dann nehmen wir mal Elvin. Und ne, Leia. Ah, ne, Ludger kann ich nicht austauschen. Okay, machen wir erstmal so. Und dann gehen wir zur Roselhöhenstraße. Dann müssen wir erstmal hier, glaube ich, zu Dingen ziehen. Zur Helioborg-Festung. Und dann müssen wir. Ja, da ist die Roselle. Mein aktueller Trainingsort. So. Da haben wir einfach alles platt, was es zu platt hauen gibt. Wir müssen diese Chippies und Panzertotolas erledigen. Alles klar. Mehr nicht. So, ein Goldklee. Keine Ahnung, wo ich das herkriege. Aber da müssen wir auch haben. So, schon ein bisschen eintrainiert wieder. Sehr schön. Roll. Oder? Ja, komm mal her. Damit auch mal hier die Information kommt oder so. Den habe ich übrigens noch gar nicht gekämpft. Warte mal, du hast noch keinen Zauber, oder? Was? Sehr schön. Ja. Was zum? Sehr schön. Bin ich gut, dass der jetzt was zum Heilen hat. My rather silent partner. Rons Fähigkeit, Artabstimmung. Wenn Ron ein Geisterart geweckt hat, kannst du es mit Hilfe einer Taste oder des linken Sticks weit beeinflussen. Der Effekt und die Steuerungsmethode hängen vom jeweiligen Art ab. Diese Aktion kostet eine bestimmte Menge TP, die die Hälfte der Wirkungskosten der Art entspricht. I feel more enlightened. You gotten stronger. Yes, that's what I'm talking about. Ja, genau das ist das, was ich meine. Auftrag kann als erledigt gemeldet werden. So, wechseln wir direkt wieder die Dinger. Weil ich tue jetzt wieder sehr schnell Sachen lernen. Das hier vielleicht nicht. Das hier auch nicht. Nicht schön. So, Kieselstein, Level Wiedererstellung, das wäre doch mal nicht schlecht. So, Elvin hat irgendwie Probleme, irgendwie was zu lernen. Sonnenstrahl, Intelligenz, das auf jeden Fall. Und was noch? Solider Schutz, das auf jeden Fall. Vor allem die Charaktere, die auf Dingens auf der Bank, sag ich mal, sind, die bekommen auch noch Erfahrungspunkte. Das ist richtig geil. Also Erfahrungspunkte bin ich mir nicht sicher, aber die bekommen auf jeden Fall die ganzen Dinger hier, diese Elementarärzte, mein Gott. Deswegen tue ich das meistens abschalten, damit ich in Übersicht behalte. Aber naja, wird schon. Aber finsterer Blick. So, und da kann man einfach das Ding aufnehmen. 11 Stück. Schon wieder was gelernt. Sehr schön. Vom Ausrüsten. Intelligenz und solider Schutz haben Leia gelernt und Ron. Also, du bekommst natürlich Intelligenz. Du bekommst solider Schutz, natürlich. So, direkt wieder wechseln. Also, hin und her hier. Sehr schön. KP gewinnt, Strahlens läutern, Leben erhöhen. Geschicklichkeit. Ja, weiß nicht. Intelligenz. Die beiden ist halt auf jeden Fall erstmal am besten. Ja, solider Schutz. Wo sind diese Dingens hier, diese Schildkröten? Na? Ja, sammeln wir hier so ein Ding wieder auf. Dickedin. Sehr schön. Dann gucken wir hier noch. Und hier ist gar nichts. Ey, boah. So, direkt wieder was gelernt. Boah, Level wieder schon, das brauche ich auf jeden Fall. Ich trenne Schicksal, Sabbath Fate, genau. KP gewinnen. Ich will hier voll die Übersicht, ey. Vitalität, ja, das ist nicht schlecht.
Kannst das hier lernen? Ganz ein bisschen dir von. Wow, Dunkelheit hast du voll wenig. Wie kommt das, Jude? Bist du nicht irgendwie böse im Innersten? So, du kommst jetzt. Babs. Da will ich mal Leia jetzt ausprobieren. Weil mit dem Ausweichen habe ich bis heute noch Probleme. Komm mal her. Boah, wieso kann ich das mit ihr nicht? Jawohl. Boah, ist sie langsam. Wie war sie mal schneller? So, schnelle Klaue. Ich muss halt das alles so einstellen, wie das im Dings ist. Von einem, nein, wütender Sprung. Was im wütender Sprung noch mal? Ach ja, das hier glaube ich, ne? Blue Moon Burst. Das kenne ich sogar noch, ey. Für sie irgendwie am meisten steuern. So, ja. Rowans Partnerfähigkeit, automatischer Zauberschutz. Wenn du Rowan als Partner willst und dein Gegner dich mit einer Geisterart angreift, aktiviert Rowan den Effekt Zauberschutz, um dich automatisch vor den Art zu schützen. Wenn der Zauberschutz aktiv ist, kannst du dich weiter frei bewegen. Rowan gibt einen tollen Verbindungspartner ab, wenn du Zaubergegner bekämpfst, die häufig Geisterarzen verwenden. Sehr schön. Okay, dann. Her damit. Ich will doch hier schon mal ein bisschen erkunden, ne? Wir haben nämlich noch gar nichts. So, gehen wir mal rein auf unentdeckten Gebilden. Kann aber nicht schaden, ne? Ich meine, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass wir alle sterben. Vielleicht kriege ich ja hier so Goldklee oder irgendwie sowas. Eisensand. Ja, ne, oder ein paar Schätze. Also hier wirst du irgendwie, keine Ahnung, so Schätze, so wie Waffen und so was, irgendwie mehr. Bist auf jeden Fall mehr dankbar, wenn du solche Dinger bekommst, weil jetzt kannst du nicht einfach so in den Laden irgendwie aufmotzen und dann volle Möhre alles teure und so kaufen. Deswegen, oh, Keil, eine Katze, Keil, ich wollte jetzt geil und Keil sagen, ey, was? Keisha gefangen oder Keisha. So, sehr schön. Mehr Katzen bedeutet schnellere Schätze, glaube ich. So, hat eine Fertigkeit gelernt. Genau, Arzt. Haben auch noch neu gelernt, ne? Wirbelwindattacke. Finsterer Blick. Und wow. Solider Schutz, Geschicklichkeit, Intelligenz und Psyche. Habe ich da nicht schon gerade alles? So, Geschicklichkeit kannst du. Du kannst Intelligenz und ja. Und du kannst. Wo ist es? Ich habe ihn gar nicht dabei. Dann kann ich ihn irgendwie nicht ausrüsten, dann finde ich irgendwie blöd. So, du hast gleich was gelernt, du hast gleich was gelernt. Du kannst ruhig was anderes lernen. Glaube ich. Ja, das hier. Dann kannst du, weiß ich nicht. Dort noch ein bisschen. Das hier, Heiler. Du kannst das hier, perfekt. Dann brauche ich mal ein so ein Ding. Dankeschön. Und schon haben wir wieder voll viel gelernt. Finde ich gut. So. Einfach so irgendwelche Sachen hier aufsammeln und dann kriegen wir einfach locker neue Fähigkeiten und Arzt. So, ich finde das so schön. So, müssen wir mal mit Elvin noch ein bisschen aufladen. Und da fehlen mir, glaube ich, nur noch ein oder zwei für neue Titel. So, du hast doch. The strongest salesman in the world. Comes off too strong. Okay. I feel more enlightened. Sehr schön. So, der Ladama und Doppelkent mal 3. Sehr schön. Auftrag kann als geledigt gemeldet werden. Deine Fertigkeit lernen. Ich finde das so schön. Ich will so schnell neue Sachen lernen. Oh, Geld. Davon baue ich voll viel. Was eine Erkenntnis, wir brauchen Geld. Ich hätte noch gern etwas goldenes Klee, dann bin ich zufrieden. Dann haben wir irgendwie was erreicht. Katze haben wir gefunden, sehr schön. Finde ich gut, wenn alles so nach Plan läuft.
Noch eine Fertigkeit gelernt. So, hier auf der rechten Seite ist nichts los. Da ist aber was. Sehr schön. Und noch mehr Elementals, ja. Oh ja, noch eine Art erlernt. Sehr schön, jetzt gehen wir erstmal zurück. Neue Sachen annehmen und so, geht weg. Und ein bisschen Geld einsacken, ein bisschen Geld ausgeben. Was heißt ja ausgeben, aber verschenken, sag ich mal. Wir müssen jetzt ja immer wieder. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir so viel im Spielverlauf irgendwie bekommen. Ich meine, da muss ja irgendwann mal... Also für irgendwann müssen wir weniger bezahlen oder wir kriegen einen riesigen Vorschuss, was irgendwie da abgezählt wird oder irgendwie so. Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir so viel Geld in einem Spieldurchlauf irgendwie verdienen. Vor allem ein bisschen müssen wir ja nur selber ausgeben. Aber irgendwie können wir ja nichts ausgeben. So, das Bild ist jetzt, ich muss jetzt den ganzen Weg hier zurückporten. Ja. Eine Katze ist zurückgekehrt, also habe ich die gefunden. Boah, ich finde hier nichts. Wo haben wir noch nichts gesucht? Na, weiß ich nicht. Goldklee, da gibt es Goldklee. Okay. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur ein bisschen Goldklee noch bekommen in diesem Part und dann lief alles wie am Schnürchen. Mehr oder weniger. Alles klar, dann geben wir die Mission ab. Dann geben wir ja direkt die Bezahlung. So, Chip, Chip, Chip. Was? Boah, haben wir ein bisschen wenig bekommen. Boah, schon wieder Rosalie Höhenstraße. Wenn ich mich auf den Arm nehmen? So, davon haben wir genug. Versiegen, 7, Torbalan, Torbalan. Das können wir... Was? Also... Schulden, Teil 1, Gruppe Ludka, Mitschülerliste, die Katze loswerden. Ja, okay, hätte ich vielleicht auch noch irgendwie hier machen können, aber egal. So, Torbalan Höhenstraße, Torbalan Höhenstraße. So. Hey, Lutz, check this out. If you pay back more than your minimum payment, you might get a special reward selected by me, specifically for you. Are you motivated or what? Ja, das hast du gerade schon gesagt, mein Gott. I have bad news. It's payback time. Okay, hier, dann nimmst du 15.500. Ich kann auch gar nicht mehr zahlen. You've broken the 50.000 gold mark in your payments. Like they say, every journey begins with a single step. And your streets are paved with gold. Yay, super. Nova here with the latest and greatest. You are now free to travel as far as Alati Sea Haven. Ja, da wollten wir ein. Those payments, and we keep unlocking sea havens. Go forth, hardy men folk, and conquer the sea. She talks like I'm not even here. I guess that's kind of sexist, isn't it? You go forth too, hardy woman folk, and conquer the sea as well. Oh, I've never been to sea before. Seriously? You gotta check it out. The sea is awesome. It's so big and large and grand. Okay. Luger, let's go conquer the sea. Können nicht einfach auf einen Anrufbeantworter sprechen, irgendwie macht doch keinen Unterschied, als wenn Ludger irgendwie da am Telefon ist oder nicht, oder? So, Ludgers Typ. It's fun taking a step back and looking at everyone. Some things have changed and some haven't. You've certainly had a big change, Elise. You're going to school now, right? Do you like it? I do, and I really like the uniform. Uniforms? School? Your uniform's really cute. But I've always been more the pants type myself. They're so much easier to move in than skirts. So what side are you on, Luger? Team pants or team skirts? Hosen, wenn man es nach mir geht, Röcke sind einfach toll. Da bin ich allgemein auch sehr, sehr offen für. Also ja. Röcke. Außer ich Mr. Elise. Yes, exactly. Aren't skirts the cutest? Seriously? But you're wearing pants right now. Well, I'm on both teams. Whoa, that's right.
You're wearing leggings under a skirt. Clever. Looks like you win this one, Al. Yeah, duh. Wait a minute. This was a competition? Nein. Elise, mit Ron an deiner Seite bist du. Das hast du auch schon mal gesagt, Elise. Mein Gott, Dummerchen. So, wir müssen zur Torbalanhöhenstraße. Die ist direkt hier. Wunderbar. Muss ich jetzt bezahlen? Ah, 15.000. Ja, lass mal erstmal. Die Gruppe. Wo muss ich noch mal töten? Weiß ich nicht. Besiege wilde Keiler, Sieben und Erdmandragora. Besiege Echsenmann. Tartalian Kluft. Torbalan. Ja. Was sind denn Erd? So, wilde Keiler, Erdmandragora natürlich. Ja. Ja, wirst du ja gleich sehen. Oh mein Gott, mir rennt die Zeit davon. Auf mal. Jo. Bounty. Brems. Hey. Geht's eigentlich noch? Mal meine TP. Pretty cool sword, right? It's a blade and a gun. Guess even grown-up boys still want to play with toys. And all little girls have smart mouths. Sehr schön. So, nächster. Ich dachte, ich habe so einen Aufleitetitel ja gerade irgendwie am Laufen. War anscheinend nicht. So, und jetzt Impact Cross. Wutsch. Oh, ich habe keine TP. Jetzt aber. The greatest performance in history. Okay, ich habe so das Gefühl, wir werden noch viele von denen abliefern. Ich dachte, ich habe irgendwie einen Titel schon so. Das ist kein Schwein. Oh, leck mich. Aha. Genau. Boah, ich finde den Angriff so geil. Aua. Alter, ich kann die irgendwie nicht auf dem Boden. Ich muss sie auf dem Boden hauen. Ich muss sie auf dem Boden hauen. Für Dingens, für mein Gott, Leias Fähigkeit. 20 Stück was. Zack. So, euch muss ich erledigen. Und Mandragora, also von denen habe ich noch keinen gesehen. Okay, ich kann irgendwie die Gegner nicht. So. So, hier, wir müssen damit. Klar doch mal was. Oh, er kommt Mandragoras. Mandragoras. Sehr schön. Ja, das war aber nicht, du bist nicht erwachsen. Bleh. Power to the grown-ups. So. Oh, ein Ausrufezeichen Gegner. Den müssen wir töten. Warum auch nicht? Oh, Mandragoras. Sehr schön. So. Kann ich auch mal was einsetzen? Anscheinend nicht. Klar was? Wie stehen nur möglich? Klar was? Du wirst nicht immer diesen Angriff da machen? Boah, bin ich langsam. Bin richtig langsam mit meinen Pistolen. Easy. You copying me? Maybe. Immer diese abneigenden Seufzer von Ludgai. Was? Nein. So, Erdmann Hogwarts, wo seid ihr? I can feel you. Wir gehen mal noch mal raus und rein, weil die Gegner spawnen ja relativ schnell. Einmal es gibt Verlass.
das Gebiet verlassen und dann wieder reinkommen. So. Und dann ist schon wieder einer. Den knöpfe ich mir vor und das, oh, da hinten ist so ein Bakura. Den knöpfe ich mir auch vor. Die stehen unmöglich. Da kannst du im ersten Teil irgendwie besser. So. Können wir euch heute ein paar Fähigkeiten lernen? Oh, schon erledigt? Okay. So, ein paar neue Sachen bitte. Oh, geil. Ihr seid alle kurz davor, wollt ihr mich verarschen? Oh, geil. Okay, ihr seid alle kurz davor, wollt ihr mich auf den Arm nehmen? So, du komm her. Komm her! Komm her! Komm her! Jawohl! Dann kommst du mir doch nicht, Mann. Kannst du von dir was klauen? Boah, was? Guess who just got a few more on my... This is the result of my hard work. Sehr schön. Okay, jetzt können wir wieder nach Triglyph gehen. Joink. Und, oh geil. Noch mehr Elementar hat sich, weiß ich nicht. Joink. Und dann können wir... Weiß ich nicht. Ne, Geld einzahlen können wir nicht, aber den Part beenden können wir. Wir haben wieder ein bisschen Geld eingezahlt und wieder was erreicht, deswegen, ja. Finde ich, dann ist doch genug. Wie sieht es meiner Katze überhaupt aus? Könnte auch mal wieder abkommen. Ist es wahr, dass wenn ein Maiden einen Kiss a Merfish, es würde zurück in einen Prinz? Did you read that in a book or something? Don't go trying it for real now. Okay. Oh, Elite Monster. Okay. Stahlklaue, schwere Klaue. Okay. Also ein einziger Gegner, den man erst voll spät im ersten Teil bekämpft hat, ey. Mann, ich bin tot, echt, Mann. Okay. Oh, was? So. Oh. Kann ich irgendwas abgeben wieder hier? Nein, ich muss wieder bekämpfen, alles Mögliche. Na gut, die Schulden. Nogishas, okay. Ludger, bitte bring den Mitschüler jetzt hier. Du hast doch bestimmt bei dir zu Hause, oder? Ja. Egal, wir haben jetzt erstmal wieder was erreicht. Ich würde sagen, wir können jetzt hier den Part beenden. Ich möchte mal nur kurz zum Speicherpunkt. Perfekt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.